Etwas zum Ablauf. Zuerst hält unser Landessprecher Martin Renner eine kurze Ansprache und dann spricht Professor Dr. Jörg Meiten, Bundessprecher und Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Darauf folgt eine Fragerunde mit Dr. Jörg Meuthen. Wie Sie sich vorstellen können, ist die Organisation und Durchführung einer solchen Veranstaltung sehr aufwendig. Nach dem berühmten Sonderparteitag vom Oktober 2016 hier im Kreisverband haben sich nun alle in dieses Projekt eingebracht, aus dem Kreis und auch andere. Danke dafür. Lasst uns in die Zukunft blicken. Diese permanente Aufgeregtheit nimmt uns viel Kraft, die wir brauchen für den Wahlkampf. Diese Einigkeit hier macht jedoch Hoffnung für die Zukunft und ich freue mich auf einen erfolgreichen gemeinsamen Wahlkampf. Nur so geht es. Als Zeichen der Einigkeit führen nun zwei Kreisvorstandsmitglieder, die sich bei diesem Sonderparteitag 2016 noch gegenüberstanden, durch das Programm. Daniela Costa, bitte kommt auf die Bühne. Ja, meine lieben Freunde, also mein Name ist Daniela Baumann-Quast. Ich bin Beisitzerin hier in unserem Kreisvorstand. Und bevor ich jetzt gemeinsam mit unserem stellvertretenden Kreissprecher die Moderation übernehme, möchte auch ich kurz ein persönliches Anliegen schildern. Ich möchte unsere Partei dringend zur Einigkeit aufrufen. Wir sollten endlich damit aufhören, uns gegenseitig zu zerfleischen und uns einigen. Zur Einigung allerdings gehören mindestens zwei. Keine Strömung sollte die andere wegbeißen. Und wir sollten uns unsere Vielfältigkeit und unseren Meinungspluralismus in dieser Partei bewahren und stolz darauf sein, dass wir anders sind als andere Parteien. Es darf nicht sein, dass Parteikollegen ausgegrenzt und öffentlich diffamiert werden. Und die Meinungsverschiedenheiten, die sind ganz natürlich, die dürfen auch sein, die sollten aber nicht länger vor laufender Kamera ausgetragen werden. Warum stehen jetzt gerade Costa und ich hier? Also auch unser Kreisverband hat ein turbulentes Jahr hinter sich mit vielen Meinungsverschiedenheiten und mit vielen Streitigkeiten. Wir haben es allerdings geschafft, uns im Sinne unserer Partei und auch im Sinne unserer Heimat zu einigen und uns die Hand gereicht. Und heute Abend sehen Sie im Grunde das Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass uns das hier gelungen ist. Und was wir hier in Düren geschafft haben, das erwarte ich auch von unseren Parteispitzen. Reicht euch endlich die Hände und führt unsere Partei gemeinsam zum Erfolg. Nur so kann es gehen. Danke. Dankeschön, liebe Daniela. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen an diesem Abend hier. Mein Name ist Konstantin Andriopoulos. Ich bin Stadtrat in Düren und auch stellvertretender Kreissprecher. Und ich möchte Ihnen auch einiges zu unserer Politarbeit sagen und wie ich mir die Zukunft bei uns in der Partei vorstelle. Wie meine Kollegin Daniela schon gesagt hat, haben wir eine recht turbulente Zeit hinter uns. Es ist eine sehr schwere Zeit gewesen, aber wie in jeder Ehe gibt es da auch mal Zwistigkeiten oder Auseinandersetzungen, die für das Wohl der Familie dann irgendwann mal beigelegt werden. Genau das Gleiche haben wir auch getan. Ich habe leider mit ansehen müssen, wie erschreckend es tatsächlich ist, wie wir als AfD angefeindet, ausgegrenzt, ja sogar bedroht werden.
Es ist unglaublich. Während in Oberhausen ein türkischer Minister Tausende von Leuten in ein Stadion kriegt, um Wahlkampf zu machen für ein Land, das jenseits der Demokratie steht, werde ich mal behaupten, und sich keiner in Deutschland regt, um da irgendetwas zu machen, weder eine Antifa noch ein Bündnis gegen Rechtsextremismus und Gewalt oder noch irgendwelche Organisationen, die uns den Kampf angesagt haben, werden wir und auch der Wirt dieser Einrichtung massiv bedroht und auch sanktioniert. Es ist unglaublich. Ich bin richtig entsetzt darüber. Wir müssen zusehen, dass wir uns einig werden, auch mit den anderen Parteien, in Anführungsstrichen, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, zumindest was das demokratische Befinden anbetrifft, beim Anmieten von Räumen und auch bei Veranstaltungen, die wir organisieren. Es kann einfach nicht weitergehen, dass wir in Deutschland keine Räume mehr finden, in denen wir uns versammeln können und als demokratisch gewählte Partei unser Anliegen, unsere Parteitage und sonstige Veranstaltungen abhalten können. Ich möchte Sie jetzt nicht länger aufhalten und ich möchte bitten, unseren Landessprecher, Herr Renner, ein paar Worte an Sie zu richten. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich hier bin, möchte aber auch ganz besonders den Herrn Professor Meuthen hier begrüßen. Ich bin ja jetzt schon zum zweiten Mal sein Nummern-Girl. Vor einiger Zeit waren wir ja schon mal in Oberhausen. Meine sehr verehrten... Gelsenkirchen war das, ja, richtig, Gelsenkirchen. Ich habe Sie gerade begrüßt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eigentlich hätte ich Sie ja auch begrüßen können, liebe schon länger hier Lebenden. Oder auch, so Sie da sind, auch schon kürzer hier Lebenden. Als ich das zum ersten Mal hörte, war ich richtig wütend, als ich das gehört habe. Und danach habe ich herzlich gelacht. Weil es eigentlich ganz genau zeigt, wie stark die Entfremdung zwischen der politischen Führung und dem, die wir hier als Bürger die Gesellschaft bilden, wie weit die Entfremdung eigentlich schon gegangen ist. Meine Damen und Herren, eine rationale Politik hat die Interessen seiner Bürger im Auge zu halten. Rationale Politik ist eine Politik, die Vorteile und Nachteile von politischen Entscheidungen gegeneinander abwägt, aber immer im Blickwinkel haben muss, was sind denn wirklich die Interessen derjenigen, die die Politik vertritt. Nämlich die Interessen der Bürger, der werteschaffenden Milieus. Und werteschaffende Milieus meine ich nicht nur die Leute, die am Ende des Monats einen Gehaltscheck bekommen, sondern werteschaffend sind natürlich auch alleinerziehende Mütter, sind Rentner, die sich einbringen weiterhin in die Gesellschaft. Doch was erleben wir hier in Deutschland? Die Politik überbietet sich unentwegt im Irrationalen. Keine Rationalität in der Politik, sondern sie überbietet sich im Irrationalen. Sie hypermoralisiert permanent das Politische. Das ist aber nicht das, was die Politik machen sollte, zu hypermoralisieren. Sie sollte klare, rationale Entscheidungen bei vorliegenden Problemen stellen. Sie sagt uns auf der einen Seite, Zuwanderung, die rechtswidrig ist, sollten wir aus Barmherzigkeitsgründen akzeptieren. Denn die, die hierher kommen, sind doch Geschenke und eigentlich wertvoller als Gold. Und da das nicht so richtig fruchtet, weil sich das kaum einer vorstellen kann, dann kommt ein scheinbar rationales Argument hinterher, in dem sie sagen, die Politik, die, die hierher kommen, das sind doch die, die unserem bevölkerungsarmen Land irgendwann mal die Renten verdienen werden, meine Damen und Herren. Das heißt also vorgegebene Rationalität mit der Argumentation des Irrationalen. Denn das, was uns hier zu uns hierher kommt, das sind in Wirklichkeit in der Regel hauptsächlich Analphabeten oder clanorganisierte Jungmännerhorden, die niemals unsere Renten verdienen werden. Aber meine Damen und Herren,
ich gehe gar nicht so ins Tiefgründige. Ich bin ja, wie gesagt, nur das Nummern-Girl für den Herrn Professor Meuthen. Der wird nachher viel stärker in die Tiefe des Politischen eingehen. Dieses Feld der Zuwanderung ist ja nur eines der Felder. Zwar ein aktuelles, aber nur eines. Fast könnte man den Eindruck gewinnen, meine Damen und Herren, dass wirklich alles in der Politik nur noch unter dem Aspekt geschieht, die Zerstörung Deutschlands, die Zerstörung der nationalen Identität, die Zerstörung des eigenen zu betreiben. Und wir sehen es doch, dass der Linksextremismus, dass der linke Terror, der auch zum Teil da draußen zwar ein bisschen betagt schon dahergekommen ist, da draußen auf der Straße, dass dieser linke Terror, der hinter Bannern hinterherläuft, wo drauf steht, Deutschland verrecke, Deutschland du mieses Stück Scheiße, dass das vielleicht doch Ähnlichkeiten hat mit der gleichen Aussage von unserer Kaiserin Angela auf dem Kirchentag 2009, wo sie gesagt hat, wer die neue Weltordnung haben möchte, kommt nicht umhin, seine Souveränität zumindest teilweise abzugeben. Glauben Sie, dass das zwei Dinge mit unterschiedlicher Betonung, aber doch Dinge sind, die zusammengehören? Das, was Frau Merkel sagt und das, was der Antifa sagt. Gibt es denn hier Berührungspunkte zwischen den rot-grünen Linksextremen, Anführungszeichen, ich möchte es mal nett nennen, Idealisten, und unserer Kanzlerin, die sich zwar unterschiedlich ausdrücken, aber im Wesentlichen doch das Gleiche meinen. Nämlich die Schaffung einer neuen Gesellschaft, die Schaffung einer internationalistischen, globalistisch organisierten Gesellschaft. Und damit einhergehend die Refeudalisierung der wirtschaftlichen und politischen Pseudo-Eliten, die in ihrem wahnhaften Selbstüberhöhung sich kreieren als der neue Adel und unten sind wir, das beherrschte Volk. Wir sollen doch nicht viel mehr anderes werden und sein als Systemsklaven, denen man maximal 25% des Erwirtschafteten belässt, deren Alterssparvermögen man durch die irre Europolitik der EZB enteignet. Systemsklaven, die wir sein sollen, die keine Herrschaftsrechte mehr haben als Souverän, sondern nur noch Funktionspflichten zu erfüllen haben. Ist ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich glaube, man kann das so durchaus sehen. Es ist dieses linksideologische Gift, es ist die linksideologische Indoktrination, das langsam und stetig als Gift in die Fundamente unserer bürgerlichen und freiheitlichen Gesellschaft in das freiheitliche Haus diffundiert ist. Ein Gift, welches die Architektur unseres Staatswesens nunmehr massiv und existenziell bedroht. Meine Damen und Herren, erkannt wurde das schon vor längerer Zeit. Bereits Helmut Kohl hat Anfang der 80er Jahre gesagt, wir brauchen dringend die geistig-moralische Wende. Genau das hat er nämlich gemeint. Und Franz Josef Strauß, ein Freund vielleicht von derberer Redensart, ich übersetze das mal ein bisschen ins Bürgerliche, der hat gesagt, die roten, niedlichen Nagetiere sollten zurückgetrieben werden in ihre Behausungen. Er hat es ein bisschen anderes gesagt, aber so wollte ich jetzt nicht auf den Videos erscheinen. Meine Damen und Herren, passiert ist gar nichts. Ein Strauß hat es gesagt, ein Kohl hat es gesagt, die Merkel hat es noch nicht mal gesagt. Es wurde nichts gemacht. Und wir müssen eines wissen, in der Demokratie, die Demokratie stellt die Instrumente her, und das ist das strukturelle Defizit der Demokratie, dass sie die Instrumente herstellt, mit demokratischen Mitteln diese Demokratie abzuschaffen. Und das ist die Situation, meine Damen und Herren, in der wir sind. Ich will Ihnen nur drei der bedrohlichsten Fehlentscheidungen unserer Kaiserin Angela benennen, die uns alle auf Jahrzehnte belasten wird, die uns vielleicht sogar zum Zusammenbruch unseres Staatswesens bringen wird. Erstens die versuchte Rettung des Eurosystems. Das macht ungefähr 1 Billion Euro aus. For nothing.
Zweitens, die Energiewende. Eine existenzielle Bedrohung unserer mittelständisch verfassten Wirtschaft. Macht auch hochgerechnet ungefähr 1 Billion Euro zusätzlicher Kosten aus. For nothing. Drittens, die illegale Zuwanderungsgeschenke, die man durchaus auch zurückhaltend mit 1 Billion Verlust im Laufe der Jahre und Jahrzehnte berechnen kann. 1 Billion for nothing. Und wenn wir nehmen, dass wir eine explizite Verschuldung in diesem Staat haben von 2,5 Billionen und die explizite plus die implizite Verschuldung, also Pensionszusagen und so weiter, dann sind wir schon bei 8 Billionen. Und wenn wir die 3 Billionen, von denen ich gerade sprach, hier noch dazu rechnen, dann sind wir bei 11 Billionen. Und wenn man weiß, dass das Privatvermögen in Deutschland ungefähr bei 14, 15 Billionen Euro ist, da haben wir ja noch ein bisschen Luft. Meine Damen und Herren, wir von der AfD, wir müssen dieser Politik ein Ende bereiten. Wir müssen die Grundlagen für diese Verwüstungen in unserer Politik und in unserer Gesellschaft einfach beseitigen. Oberhausen wurde gerade angesprochen, völlig zu Recht. Wir akzeptieren es, dass wir hier bedroht werden, obwohl wir aufrechte Bürger, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung schützen und auch weiter betreiben wollen. Und in Oberhausen kommt ein Ministerpräsident und versucht seine 10.000 Leute, die die fünfte Kolonne von 5 Millionen Türken davon überzeugen, dass ein totalitäreres, autoritäres, islamisches Staatsreform vonnöten ist, was mit unserer demokratischen Grundordnung nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Meine Damen und Herren, bei der Gründung des Nordrhein-Westfälischen Landesverbandes, dem ich ja auch von Anfang an angehörte und was ich betrieb, da ich ja auch einer der Mitgründer der AfD im Bund auch war, bei dieser Gründung habe ich gesagt, die AfD muss systemgenetisch eine rechte Partei sein, weil alle anderen Parteien linke Parteien sind und dann braucht die Systematik in der Demokratie das Gegengewicht. Wir sind die bürgerliche und die freiheitliche Avantgarde, die die linken Kollektivisten und den dogmatischen Egalitarismus, was man auch als Sozialismus bezeichnen kann, in die Schranken weisen muss. Rechts heißt für mich Eigenverantwortung, Leistungsbereitschaft, Freiheitlichkeit, Selbstbestimmung und Persönlichkeit des Individuums. Rechts heißt also, wir stehen für das eigene und gegen das aufgezwungene Fremde. Links sein heißt Unterordnung unter das Kollektiv, Staatsallmacht und zentralistische Ordnung, Entmündigung des Einzelnen, die Relativierung des Rechts, also die nicht mehr Bindung der politischen Macht an das Recht, die Auflösung der Gewaltenteilung, die bereits vor 250 Jahren durch Montesquieu festgeschrieben wurde. Wir von der AfD stehen dafür ein, dass der denkende und der schöpferische Mensch auf der Basis der Grundlage der Antike, des Christentums und der Aufklärung die Oberhand behält über ein System, in dem der gefügige, durch Konsum ruhig gestellte, denkschwache Untertan das Idealbild des neuen Polit- und Kapitaladels, also des Establishments, darstellt. Ich habe versprochen, dass ich mich ganz kurz halte. Ist nicht ganz so kurz gewesen. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen reden, aber der Herr Professor Meuthen hat ja auch sehr viel Wichtiges Ihnen zu sagen. Ich beende nie einen Vortrag, ohne meinen schwäbischen Landsmann zu zitieren, Friedrich Hölderlin, der in Tübingen gelebt hat. Ich komme auch aus der Gegend. Und er hat in seinem Roman Hyperion einen sehr schönen Satz geschrieben: Wo Gefahr ist,
da wächst das Rettende auch, meine Damen und Herren. Und dieses Rettende, das ist Freiheit und Patriotismus. Und diese beiden Dinge, das ist die Essenz der Alternative für Deutschland. Dankeschön. So, und dann darf ich den Hauptredner des Abends, Herrn Professor Meuthen, bitten. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Bitteschön.